Einen wunderschönen guten Abend. Ich grüße dich ganz herzlich zum Abendgebet und zum Abendthema. Zum Abendthema möchte ich heute mal Erzengel Michael machen und ich werde mal ein bisschen was über ihn gleich erzählen im Anschluss an unsere Gebete. Heute Morgen haben wir den Advent eingeleitet, deswegen war das Morgengebet etwas anders und wir benutzen heute mal die Karten von Erzengel Michael und Erzengel Raphael für die Abendgebete statt heute Morgen. Und Erzengel Raphael spricht von der inneren Autorität, dem inneren Führer, der Stimme Gottes in uns, die in uns schwingt und um uns herum schwingt, auf die wir wieder mehr hören sollten. Lasst uns dafür beten. Lieber Gott, lieber Erzengel Raphael, danke, dass ihr mich unterstützt, während ich mir meine Kraft zurückhole und auf meine Intuition, Wünsche und Gefühle höre. Amen. Lass dir Zeit mit der Entscheidung. Wenn momentan Entscheidungen warten, Entscheidungen anstehen, lass dir Zeit, du musst dich nicht beeilen. Lieber Gott, lieber Erzengel Michael, bitte helft mir, zentriert und entspannt zu bleiben, während ich an dieser Situation herangehe und erinnert mich daran, keine Erwartungen zu haben, sondern einen Schritt zurückzutreten und der Situation zu erlauben, sich auf natürliche Weise zu entwickeln. Danke, dass ihr mich beschützt. Amen. Ich wünsche, wenn du die Gebete unterstützen möchtest, schreibst du dreimal Amen 777 in die Kommentare. Erzengel Michael, der wie Gott ist oder der wie Gott aussieht, bedeutet sein Name in der Übersetzung. Erzengel Michael ist der Friedensfürst unter den Engeln. Gemeinsam mit Erzengel Uriel regiert er die Friedensengel und sorgt gerade aktuell ganz stark dafür, dass diese Welt wieder zu einem Ort des Friedens, der Liebe und des Mitgefühls wird. Er hilft uns, unsere inneren Ängste und Barrieren aufzulösen und abzubauen. Er kann uns bei so vielem unterstützen, wenn wir ihn um seine Hilfe bitten. Erzengel Michael ist außerdem der lauteste unter den Erzengeln. Deswegen nutze ich ihn unglaublich gerne auch in meinen Seminaren, ne? Weil man kann ihn sehr gut hören, sehr gut wahrnehmen. Wenn man lernen möchte, mit den Engeln zu kommunizieren, dann ist Erzengel Michael mit Sicherheit der beste Ansprechpartner, mit dem man üben kann. Er hilft uns unglaublich gerne. Alle Engel sind natürlich immer Energien Gottes. Das heißt, sie sind von Gott geschaffen. Wir beten die Engel niemals an. Das betonen sie auch immer wieder. Auch Erzengel Michael sagt es immer wieder, wenn Menschen anfangen, die Engel anzubeten. Die Anbetung gebührt Gott allein. Wir dürfen sie um Hilfe bitten, wir dürfen sie um Beistand bitten, sie helfen uns gerne. Aber die Anbetung gehört nur Gott. Das betonen die Engel immer ganz, ganz deutlich und möchten, dass du das auch weißt. Ne? Das ist ganz wichtig, dass du in dieser Schwingung bist, dass du einfach dieses Erkennen hast. Ne? Was sind Engel, was ist Gott? Da in den Unterschied zu gehen. Wenn du noch mehr über Erzengel Michael erfahren möchtest, guck mal oben in der Infobox, findest du einen kostenlosen Artikel, in dem kannst du ganz, ganz viel über ihn lesen. Einfach mal reinschauen oder unten im Beschreibungstext. Ich wünsche dir einen wunderschönen, zauberhaften Abend. Gott segne und beschütze dich. Er lasse seine Engel deinen Tag bewachen und führe dich zur Erleuchtung. Licht und Liebe. Udo Wolfmann. Tschüss.